die Woche ist schon mal entscheidend. Ich meine, wenn du jetzt in den beiden Spielen, die du natürlich auch auswärts spielst, wenn du da 6 Punkte holst, dann hast du einen guten Schritt getan, um dann dran zu bleiben. Und dann läuft vielleicht auch mal die nächsten Spiele einfach ein bisschen einfacher und man kann auch ein bisschen durchatmen. Aber in erster Linie musst du erstmal gucken, dass du diese 6 Punkte holst, und das wird schwierig. So viel vorgenommen am Anfang der Saison. Vielleicht sind wir ein bisschen zu euphorisch an die ganze Sache rangegangen. Und jetzt haben wir einen Rückschlag erlitten. Und aus dem Rückschlag muss man lernen. Wir sind eine sehr junge Mannschaft. Da muss jeder Einzelne das mitnehmen. Und das natürlich auch versuchen umzusetzen, um dann besser zu machen. Da müssen wir gucken, dass wir als Mannschaft wieder erfolgreicher spielen, eine richtige Serie starten, um dann da auch ein bisschen den Anschluss zu halten. Also unser Ziel wird trotzdem nicht aus den Augen verloren. Wir wollen ja unbedingt in den internationalen Bereich. Dass wir mit einer Spitze spielen, ist es für mich manchmal ein bisschen schwierig da vorne alleine, aber ich denke, dass ich, wie sonst auch immer, egal was ist, dass ich der Mannschaft helfen kann, und ich denke, dass ich bis jetzt ganz gute Leistungen abgeliefert habe. Ja, im Moment erzielen wir zu wenig Tore, arbeiten uns auch zu wenig Torchancen. Das ist sicherlich ein Manko bei der Offensivqualitäten, die wir haben. Das können wir sicherlich besser. Da müssen wir dran arbeiten. Die Bundesliga ist nun mal der Alltag. Und die Champions League ist ein Bonus, den wir uns erarbeitet haben, durch den Alltag eben. Und solange man dann im Alltag nicht gut spielt, dann braucht man auch an die Champions League nicht denken. Und deswegen ist das eigentlich eine Voraussetzung. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn man dann in London spielt oder hier dann in der Bundesliga gegen einen Aufsteiger oder irgendwas. Aber man muss das genauso ernst nehmen, und es sind genauso schwierige Spiele, die man auch erstmal gewinnen muss. Denken. Natürlich willst du, wie wir das jede Woche machen, du willst natürlich deine Spiele gewinnen, und du musst dann immer dann am Ende des Spiels sagen, war das jetzt ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte, oder haben wir zu Recht gewonnen oder zu Recht verloren. Das müssen wir von Spieltag zu Spieltag schauen. Wir müssen uns an unsere Qualitäten glauben. Wenn wir das umsetzen, was wir wirklich können, dann können wir natürlich auch in Karlsruhe gewinnen.